Hallöchen auch, liebe Wimmelbildfreunde, und willkommen zurück zu Surface, verdrehte Wirklichkeit. Wir sind jetzt an dem Tower von Andrews angekommen, der uns natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung macht, um zu den guten, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil der so einen komischen Namen hat. Skimframe heißt der Gutste. Und ja, der hat uns halt ein bisschen nur die Sache vermiest. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Sie heult sich jetzt natürlich die Augen aus, ist verzweifelt, hat schon aufgegeben. Ich bin zwar einer, der das nicht macht. Muss ich nur schauen, wie es hier weitergeht. Nur schmeckt nicht an, aber Armaturbrett stimmt etwas nicht. Okay. Was haben wir hier? Ein Filzstift. Und was bist du? Buchstabe T. Fehlen aber noch welche. Dass wir Sign City hier machen können. Hier ist nur eine Art Code. Wofür auch immer. So, hier. Die Tolle sagt. Okay, können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts mehr machen. Der. Man sagt, dass Adler besser als eine andere Kreatur sehen können, aber dieser Adler hat keine Augen. Okay. Gehen wir nochmal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das geht nicht. Okay. Hier brauchen wir die sogenannten Schlüssel. Der Zement sollte sich durchsieben, denn vielleicht befindet sich etwas Nützliches darin. Ja, gut. Ich drücke mal auf Tipp, damit ich sehe, wo ich hin muss. Ich muss zum Auto rein. Ich meine, ich habe jetzt einen Filzstift. Was kann ich mit diesem Filzstift machen? Weil natürlich was zeichnen, ist klar. Aber was kann ich hier sonst noch machen? Ich glaube, mit dem Filzstift kann ich hier auch nichts machen. Was, wenn ich den richtigen Teil finde, muss ich dich öffnen. So, restaurieren, dann kann ich den Handschuhfach restaurieren. Vielleicht ein Filzstift? Nö. Ja, da brauchen wir noch das hier. Das wird wohl wahrscheinlich kaum dahin gehören. Ich meine, wir haben jetzt einen Filzstift, wir haben ein Kleeblatt, wir haben ein Gewicht. Ah, da haben wir was. Ein Filter. Filter wofür? Ah, zum Durchsieben. Ah, da haben wir noch einen Buchstaben. Müssten das dann alles sein? Oh je, ich ahne was. Gib den Code ein. Hierzu musst du die Buchstaben verschieben. Sign City. Das ist jetzt nicht schwer. Und darin befindet sich ein Wimmelbild. Wer hätte es gedacht, wa? Ich glaube, dann noch der Filzstift hier. Sonst müsste ja alles gewesen sein, oder? Jo. Okay. Schraubenzieher. Der ist hier. Dann ein Würfel. Ein Flachmann da. Der ist hier. Eine Taschenlampe, die ist hier.
Ein Kamm ist da. Da ist ein Taschentuch. Da ist eine Pfeife für die Pfeife. Wo ist hier ein Ring? Oh Gott, im Schatten hätte ich das jetzt überhaupt nicht gesehen. Erst als ich zweimal hingeschaut habe. Und wir kriegen die Schlüssel für den Tower. So, rauf jetzt wieder mit uns. Ist er hier? Wait, there's more. I'm afraid my vanity overcame my good intentions. Let me finish. What was that? One of the actors just walked off screen, and now he's gone. You wished for your movies to overshadow real life. Your wish has been granted. Your art imitates life, Nicholas. For you, in a way, that overshadows real life. There's something you should know. If the real life version dies, the fantasy lives on forever. That's how it happened. Light's movie copy killed the real Light in order to be made immortal. I'll free you, Nicholas, and then we'll get out of here and stop that fake version of Light. Okay, also er ist hier festgekettet. Okay, das sind ja nicht sehr begeisternde News, würde ich es mal so behaupten. Die Augen des Adlers fehlen. Den Code zu erraten würde eine Zülle. Ist klar. Lineal haben wir bekommen. Wer bist du? Ja, wir kriegen ein Auge, oder? Eisenkugel. Es ist hier ein Riss mit einem dünnen Gegenstand, kann ich den Deckel sicherlich anheben. Ja, gut. Na, das ist ja logisch. Das geht mit dem hier auf. Nehmen wir das fürs Auto mit. Light hat mich aus der realen Welt gekidnappt. Dank meiner Szenen. Ich kann es gar nicht lesen, was das hier bedeutet. Sinanio habe ich es geschafft, in Sin City zu überleben. Er kreierte Klone von mir, die in seinen Filmen zu eingesetzt bringt. Ich bin zwar am Leben, aber all meine Klone verschwinden nach. Und nach. Okay, und da müssen wir irgendwie eine Bücherstütze aufsetzen, das weiß ich jetzt schon. Also das kann man sich denken, sagen wir so, wissen tue ich es nicht. Info, verschiebe sämtliche Karten, um das Bild wiederherzustellen. Ja, so schwer ist das jetzt nicht. Sag ja, so schwer war das nicht. Haben wir jetzt doch bekommen? Eine Rune und ein Zahnrad. Das geht nicht. Nehmen wir das Bügeleisen mit, das passt hier rein.
Und da brauchen wir aber noch was. So, jetzt gehen wir mal zum Auto. Weil da passt das hier rein. Und wir kriegen ein eingefrorenes Etwas. Warte mal, kann ich hier die Bügeleisen anstecken? Nö, Bügeleisen sagt nein. Wo kann ich hier Strom... Ah, vielleicht hier. Auch nicht. Kann ich die Kugel hier einsetzen? Nö. Eine Gabel und ein Hammer. Wo könnte ich jetzt einen Hammer brauchen und eine Gabel? Vielleicht damit? Oder vielleicht mit dem Hammer? Auch nicht. Ah, wartet mal, da ist eine Steckdose. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück zum Auto. Können wir noch so ein Runenstück. Dann gehen wir auch gleich wieder zu ihm. Fehlt uns noch ein Teil, das habe ich irgendwie gewusst. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ich habe hier eine Gabel, ich habe hier einen Hammer. Bringt mir auch nicht sehr viel hier. Gabel, eine Hammer, eine Eisenkugel und ein Gewicht. Okay, da hätte ich nicht mehr damit gerechnet. Was soll ich denn hier machen? Hier geht nichts mehr. Hier hinten ist noch was. Da kriege ich die letzte Rune. Kann ich sonst hier noch irgendetwas machen? Nee. Ich glaube, das war's auch. Wir brauchten nur noch die Rune. Okay, Info. Verschiebe die Dreiecke um den Kreis herum, bis sie übereinstimmen. Vervollständige die Runen, um Nikolas zu befreien. Ja gut. Was ist, wenn ich nicht weiß, wie die Runen zusammengehören? Nee, das kann nicht stimmen. Okay, das stimmt schon mal. Ich kann sie auch nicht mehr auseinandernehmen, das ist gut. Figaro. Ich rate einfach nur wieder, das ist das Witzige.
Okay. Hä? Ich kann die jetzt aber auch nicht mehr auseinander machen. Oh, das war nicht ganz richtig. What a relief. I'm ready to leave this world for good. Let's find a theater. Any one of them will do. We can open a portal to the real world through the projector. Let's go. Okay, wir haben jetzt von ihm eine Zange bekommen, sonst ist hier nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ich das damit öffnen kann. Nö, war ja klar. Ja, macht irgendwie Sinn. Ja, und was brauche ich jetzt hier? Irgendwas fehlt ja hier, oder? Kann ich wahrscheinlich die Kabel da rausknipsen, oder? Das Witzige ist, du denkst ja, ach, das wird eh nicht funktionieren und so weiter und testest halt auf und dann, okay. Oh je. Ich brauche nicht mal die Erklärung zu lesen, um zu wissen, was ich machen muss. Und so schließt man ein Auto kurz. Meine lieben Kinder, macht das aber nicht daheim nach. Kriegt ihr Ärger von der Polizei. That's it, our only chance, ruined. Ja, die Leinwand war mir Weg zurück in die reale Welt. Was soll ich jetzt tun? Also es ist, dieser Welt wurde durch mich erschaffen. Andrew Light. Da Nicholas der Antrieb von Sin City ist, muss ich ihn am Leben behalten. Aber ich werde schon einen Weg finden, ihn loszuwerden. Aha, aha. Dankeschön, der Herr. Sie haben da bald eine Schraube locker, aber bald. Es ist nicht möglich, sonst ist die Heimat nutzlos. Ja, toll. Okay. Hier kann ich was buddeln. Hier scheint etwas zu vergraben sein. Mit bloßen Händen kann ich es nicht ausgraben. Ja, weil die Dame wieder Papierärmchen hat. Ja gut, jetzt habe ich hier so eine Schleuder. Und damit muss ich bestimmt hier hin. Okay, dann kann ich jetzt wieder zu denen zurück. Müsste hier sein. Ja, ja, ja. Nur keine falsche Panik auf die Titanic. Okay, jetzt habe ich eine Handkreissäge. Aber wofür brauche ich jetzt die Handkreissäge? Um in die Hand abzusägen, oder was? Nee, damit bestimmt nicht. Gut.
Handkreissäge, Kugellager. Kann ich es damit aufsägen? Nö. Kugellager? Wozu brauche ich einen Propeller? Ich heiße ja nicht Quack, der Puchpilot. So, meine Freunde, ich bin jetzt mal weg für heute. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen und sage mal, abschalten und bis bald. Tschüss.